Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Widder, derzeit könntest du dich in einem Wirbelwind widersprüchlicher Anforderungen wiederfinden. Deine persönlichen Wünsche, die Bedürfnisse deiner Familie und die Verpflichtungen, die du bei deiner Arbeit hast, ziehen dich in unterschiedliche Richtungen. Dieses Tauziehen führt natürlich zu einer erheblichen Menge an Spannung und Stress. Vielleicht fühlst du dich in die Enge getrieben und fragst dich, ob ein Ende dieser turbulenten Phase in Sicht ist. Aber ich kann dir versichern, lass dich nicht in Panik versetzen. Diese schwierige Zeit wird sich von selbst lösen und du wirst unbeschadet daraus hervorgehen. Der Schlüssel zur Bewältigung dieser Phase ist Ausgewogenheit. Es ist wichtig, dass du in diesen Bereichen deines Lebens ein Gleichgewicht erreichst. Wenn du anfängst, dich um dieses Gleichgewicht zu bemühen, wirst du feststellen, dass die überwältigenden Gefühle allmählich nachlassen. Die kosmischen Energien sind derzeit so ausgerichtet, dass sie eine bedeutende Veränderung am Horizont andeuten. Es ist wichtig zu verstehen, dass eingefahrene Gewohnheiten, vor allem solche, die deinem Wohlbefinden schaden, nicht von alleine verschwinden. Es bedarf eines proaktiven Ansatzes, um eine positive Veränderung herbeizuführen. Unter den verschiedenen Änderungen deines Lebensstils sollten gesunde Schlafgewohnheiten ganz oben auf deiner Liste stehen. Schlaf ist mehr als nur eine Ruhephase, er ist ein lebenswichtiger Prozess, bei dem sich deine Organe verjüngen, die Zellen regenerieren und dein Bewusstsein die dringend benötigte Ruhepause erhält. Um die Qualität deines Schlafs zu verbessern, solltest du damit beginnen, dein Bett in ein Heiligtum des Komforts zu verwandeln. Sorge dafür, dass deine Schlafumgebung so einladend und entspannend wie möglich ist. Wenn du dich tagsüber ausreichend bewegst, wird dein Körper vor dem Schlafengehen auf natürliche Weise zur Ruhe kommen. Du befindest dich gerade in der Anfangsphase einer Idee oder eines Projekts. Dieser Keimling eines Gedankens braucht sorgfältige Pflege und Aufmerksamkeit. Wie eine zarte, frisch gekeimte Pflanze brauchst du einen sanften und geduldigen Umgang mit ihr. Es ist wichtig, dass du dieser Idee erlaubst, sich organisch zu entwickeln, ohne sie zu überstürzen oder zu erzwingen. Mit Zeit und Geduld wird dieses Konzept reifen und sein Potenzial ausschöpfen. Deine geistigen Fähigkeiten arbeiten heute auf Hochtouren, was durch die vorherrschenden astralen Energien noch verstärkt wird. Diese erhöhte geistige Aktivität ist jedoch sehr komplex. Die Herausforderung besteht darin, zwischen dem, was du wirklich willst, und dem, was du glaubst zu wollen, zu unterscheiden. Es ist möglich, dass du dich aufgrund deiner aktuellen Wahrnehmung von der Entwicklung einer bestimmten Beziehung oder eines Projekts überzeugt hast. Wenn du jedoch einen Schritt zurücktrittst und die Kontrolle für einen Moment abgibst, wirst du vielleicht angenehm überrascht sein. Wenn du den Dingen ihren natürlichen Lauf lässt, könntest du feststellen, dass das Ergebnis viel günstiger ist, als du es dir vorgestellt hast. Wenn sich das neue Jahr entfaltet, ordnen sich die Sterne in einem einzigartigen Muster an und läuten eine Zeit unerwarteter Überraschungen für dich ein. Das Universum in seiner unendlichen Weisheit ist bereit, dir ein Geschenk der Glückseligkeit zu machen. Sei offen für das Unerwartete, denn was wie ein Zufall aussieht, könnte zu bedeutenden Veränderungen in deinem Leben führen. In dieser Zeit sind eine flexible Denkweise und Abenteuerlust gefragt. Nimm das Unbekannte mit Begeisterung an, denn die Überraschungen, die dich erwarten, werden dir Freude und eine neue Perspektive bringen. Halte deine Augen und dein Herz offen, denn das Universum flüstert dir seine Geheimnisse zu und verwandelt das Gewöhnliche in etwas Außergewöhnliches. Denk daran, dass die schönsten Momente oft unangekündigt kommen.
Vertraue auf die Reise und lass die Magie des Neuanfangs deine Seele mit Wundern erfüllen. Die heutige Himmelsausrichtung regt deine einfühlsamen und kreativen Sinne besonders an. Da der Mond im Skorpion ein Treigen mit Neptun in den Fischen bildet, ist die Atmosphäre reif für Meditation und die Verwirklichung deiner Träume. Dies ist eine hervorragende Zeit, um in dich zu gehen und dein tieferes Bewusstsein anzuzapfen. Außerdem ruft das Sextil des Mondes mit Pluto in Steinbock ein Gefühl von Nostalgie und Sentimentalität hervor. Dein derzeitiger Gemütszustand neigt zum Positiven, und es ist wichtig zu verstehen, dass die Aufrechterhaltung dieser positiven Einstellung wahrscheinlich zu positiven Ergebnissen führen wird. Wenn der Mond in den Schützen übergeht, bist du besonders ausdrucksstark. In dieser Zeit kannst du deine Gefühle ausdrücken und Bereiche oder Themen erkunden, die dir noch unbekannt sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es in dieser Phase deines Lebens darum geht, inmitten des Chaos ein Gleichgewicht zu finden, Veränderungen anzunehmen, neue Ideen zu fördern, die Tiefen deiner Wünsche zu verstehen und dein Einfühlungsvermögen und deine Kreativität zu kanalisieren. Denke daran, dass sich das Universum so ausrichtet, dass es dein Wachstum und deine Entwicklung unterstützt. Sei achtsam für diese kosmischen Hinweise und lass dich von ihnen durch diese Reise führen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Der Magier steht für Manifestation, Macht und die Fähigkeit, deine Wünsche in die Realität umzusetzen. Sie steht für eine Zeit, in der du über die Mittel und Ressourcen verfügst, um positive Veränderungen zu bewirken und deine Lebensumstände zu verändern. Der Magier zeigt dir heute, dass du die Fähigkeit hast, dein eigenes Schicksal zu beeinflussen und deine Träume zu verwirklichen. Es ist ein Tag, an dem du deine Fähigkeiten und Ressourcen nutzen kannst, um deine Absichten zu verwirklichen. Die 9 der Schwerter ist eine Karte der Ängste, Sorgen und schlaflosen Nächte. Sie steht oft für mentale Ängste und übermäßiges Nachdenken. Heute zeigt die 9 der Schwerter an, dass du Stress, Ängste oder Sorgen hast, die dich nachts wach halten. Es ist wichtig, dass du dich mit diesen Sorgen auseinandersetzt und nach Wegen suchst, um deinen Seelenfrieden zu finden. Die umgekehrte 2 der Schwerter deutet auf eine Entscheidung oder eine Situation hin, in der du es vielleicht vermieden hast, eine Entscheidung zu treffen oder dich einer Sache direkt zu stellen. Es bedeutet, dass du die Augenbinde abnehmen und dich einer Entscheidung oder einem Problem stellen musst, das dich festgefahren hat. Für heute rät dir diese Karte, dich nicht länger vor einer wichtigen Entscheidung zu drücken, denn die Zeit für eine Lösung ist gekommen. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag der Ermächtigung, der Auseinandersetzung mit Ängsten und der Bewältigung von Vermeidungen hin. Der Magier erinnert dich an deine angeborene Macht, dein Leben zu gestalten. Die 9 der Schwerter zeigt dir, dass du dich mit Ängsten und Sorgen auseinandersetzen musst. Die umgekehrte 2 der Schwerter signaliert, dass du eine Entscheidung treffen oder dich einer Situation stellen musst, der du bisher ausgewichen bist. Erkenne heute deine eigene Macht, positive Veränderungen zu bewirken, wie es der Magier anzeigt.
Stelle dich den Ängsten und Sorgen, die die 9 der Schwerter anzeigt, indem du praktische Schritte unternimmst, um deinen Seelenfrieden zu finden. Außerdem solltest du dich einer Entscheidung oder Situation stellen, der du vielleicht aus dem Weg gegangen bist, und dir die Kraft und Klarheit zu eigen machen, die du bekommst, wenn du Entscheidungen triffst und Probleme direkt ansprichst.